Hallo zusammen, ich werde heute ein bisschen berichten über unseren Ansatz des Storytellings. Das heißt, wir versuchen aus speziellen kleinen Geschichten in unseren Beständen, vor allen Dingen aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit, Posts zu machen und die mit aktuellen Themen, Debatten oder Diskussionen zu verknüpfen. Und ich möchte jetzt kurz auf die Besonderheiten eingehen, wie wir das machen und dann auch den Aufwand, der damit verbunden ist. Also grundsätzlich mal ist die Ausgangssituation ja, wir haben eine Content-Flut bei Facebook, bei Twitter, überall. Und die Herausforderung ist es ja auch für Archive, dann in dieser Flut auch sichtbar zu sein. Und unserer Meinung nach hat man die besten Aussichten, wenn man irgendwie was Besonderes macht, wenn man etwas anbietet, was es woanders nicht gibt. Und da bin ich der Meinung, dass wir auch keine Katzenposts brauchen oder Frühstücksposts im Archiv, sondern wir haben im Prinzip alles, was wir brauchen bei uns, nämlich die Archivalien und die Geschichten, die sie erzählen. Wir müssen sie nur den Nutzern transportieren. Und da ist eben Storytelling die zentrale Konstante bei uns im Archiv. Das machen wir, seit wir angefangen haben, seit Mitte 2014, auch mit großem Erfolg. Wir sind jetzt bei 3.100 Followern und ungefähr. Also wie gesagt, was wir machen, aus schriftlich fixierten Begebenheiten aus unseren Beständen versuchen wir Zusammenhänge zur heutigen Zeit abzuleiten und Follower damit emotional auch zu erreichen und zu gewinnen, als Follower zu gewinnen und Begeisterung für Stadtgeschichte und für unsere Arbeit zu transportieren. Wenn ich jetzt versuche, diese Posts zu kategorisieren, das sind mir drei bekannte TV-Formate eingefallen. Kategorie A, das sind ernsthafte Posts, die geschichtliche Hintergründe erläutern. Da habe ich an die Deutschen gedacht und habe dann jetzt mit meinen rudimentären Photoshop-Skills die Kölner draus gemacht. Kategorie B, das sind kleine Einblicke in das Leben der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kölnern, in ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Probleme, die unseren vielfach sehr ähnlich sind. Da war das Pendant mitten im Leben, bei mir ist das eben mitten im Mittelalter verkürzt geworden. Und dann Kategorie C, reine Unterhaltung, Sketch History. Zu den historischen Ereignissen als Basis dienen eigentlich immer politische oder gesellschaftliche Begebenheiten aus der Kölner Stadtgeschichte und aus unseren Quellen. Wichtig ist da, den Zusammenhang zu aktuellen Fragestellungen deutlich zu machen. Das heißt, Parallelen oder Unterschiede zu Entscheidungen oder Entwicklungen der heutigen Zeit herauszustellen oder zu gesellschaftlichen Phänomenen, die gerade aktuell sind oder generell zu Fragestellungen, beispielsweise Umweltschutz, Umgang mit Minderheiten, soziale Ungleichheit. Die Zielgruppe hier ist die breite Öffentlichkeit, aber auch die Fachöffentlichkeit natürlich. Wir schalten uns damit in aktuelle Debatten ein und regen auch zur Diskussion an. Ich habe jetzt kurze Beispiele, die will ich nur ganz kurz anreißen, damit wir schnell durch sind. Ich kann die PowerPoint im Nachhinein aber auch rumgeben und unsere Facebook-Seite ist 24 Stunden offen. Gerade ist kaum ein Thema aktueller als das der Flüchtlingspolitik. Als die Flüchtlingswelle 2015 anrollte, haben wir diesen Post gemacht und damit so gezeigt, auch im 16. Jahrhundert gab es schon mal eine Flüchtlingswelle, würde ich nicht sagen, aber viele Flüchtlinge, Protestanten aus den spanischen Niederlanden kamen nach Köln und haben dort vor konfessioneller Verfolgung durch spanische Truppen Schutz gesucht. Die wurden in Köln auf mehrere Häuser und Wohnungen verteilt. Das sieht man in diesem Verzeichnis. Und im Text haben wir dann auch auf heutige Problematiken Bezug genommen, also auch zum Beispiel auf die Unterbringung von Flüchtlingen. Der Post zeigt übrigens auch, dass man auch qualitativ schlechte Digitalisate durchaus verwenden kann. Da würde ich nicht vor zurückschrecken. Und entscheidend ist im Prinzip die Geschichte, die dahinter steht. Dann haben wir einen Post gemacht zur Zeit der Brexit-Abstimmung in Großbritannien. 1598 ist Großbritannien quasi schon mal, beziehungsweise damals noch nicht Großbritannien, England aus dem hat den Hansekontor in London geschlossen, hat das begründet mit anti-englischen Maßnahmen im Reich und die englischen Kaufleute angeblich benachteiligen würden. Und da haben wir auch einen Post zu gemacht aus unseren Quellen, wir haben auch Hansebestände bei uns. Und haben eben Parallelen zu den heutigen politischen Debatten gezogen. Dazu vielleicht noch ein netter Beitrag. Damals ist auch ein Artikel in der Kölnischen Rundschau, der zweitgrößten Tageszeitung in Köln, entstanden. Ein Redakteur folgt uns nämlich auch bei Facebook.
Ja, dann ganz kurz. Bei der Wahl, beim Wahlkampf in NRW war der Zustand der Straßen ein ganz entscheidendes Thema. Hier haben wir einen Beitrag dann gemacht zur Straßenschädenprophylaxe 1771. Damals litten die Straßen nicht unter zu viel LKWs, aber unter Rädern, die mit Kopfnägeln beschlagen waren. Und das wurde damals verboten. Also Sie sehen, wir versuchen einfach Themen zu bespielen, die irgendwie in aktuellen Diskussionen sind. Und das machen wir auch in der zweiten Kategorie, mitten im Mittelalter. Die Kategorien kann man auch nicht immer trennen, es gibt Überschneidungen natürlich. Da versuchen wir einfach kleine Einblicke in das Leben der einfachen Bürger im Mittelalter und in der frühen Neuzeit zu geben. Das sind im Prinzip ganz kleine Geschichten aus unseren Beständen. Das können Turmbücher sein, also Verhörprotokolle von Inhaftierten. Das können Ratsprotokolle sein, das können Eingebungen an den Rat sein. Und die können amüsant sein, die können ernst sein, die können traurig sein. Wichtig ist, dass man durch den Bezug zur aktuellen Zeit Verbindung mit aktuellen Lebensgefühlen unserer Adressaten herleiten kann und schaffen kann. Das kann auch durchaus provokant und vereinfachend sein. Und was wir auch merken, ist es gut, wenn wir Teile transkribieren, weil die Menschen auch tatsächlich sehr interessiert sind an der Entwicklung von Sprache. Da haben wir einmal einen Fall aus dem Jahr 1565. Damals hatte der Rat nicht mit Bummelstudierenden, sondern mit Bummelprofessoren zu tun. Also die haben teilweise reihenweise Vorlesungen ausfallen lassen, wollten sich aber den Urlaub auch bezahlen lassen zum Beispiel. Und der Rat hat damals Maßnahmen dagegen beschlossen. Das haben wir aufgegriffen und haben auch ein bisschen den Unterschied eben heute, sagt man Bummelstudierende, damals waren es Bummelprofessoren, haben auch gefragt, ob die Professoren damals lange Haare hatten und Kräuter geraucht haben. Also einfach so ein bisschen humorvoll das aufgearbeitet. Dann darf in Köln natürlich auch nicht fehlen, eine Geschichte aus dem Karneval. 1646 wurde einer Gruppe versucht, ein Weinglas mit Urin unterzujubeln. Das hat Gott sei Dank nicht geschafft und die Opfer forderten nachher strafrechtliche Verfolgung durch den Rat. Das haben wir dann am 11.11. gepostet, was natürlich einfach ein netter Post ist zum Karnevalsauftakt in Köln. Darüber hinaus haben wir aber auch Bezüge zur aktuellen Entwicklung Kölns zum Rechtsstaat hergestellt. Das heißt, man kann auch Stadtgeschichte gut in solchen Posts vermitteln, so nebenbei quasi. Dann die dritte Kategorie, das sind Posts, die rein zur Unterhaltung dienen. Also da würde ich sagen, strecken Sie auch vor reinem Klamauk nicht zurück. Und da kann man sehr schön mit lokalen Gegebenheiten spielen. Das heißt, es gibt in jedem Ort gibt es Sympathien, Antipathien, Lokalrivalitäten, lokale Kultur. Für Köln fallen da natürlich ein Kölsch FC, Karneval, als No-Go Düsseldorf oder Mönchengladbach. Das muss historisch nicht unbedingt korrekt sein. Die Leute haben schon gespürt dafür, was wirklich Klamauk ist und was noch so quasi eine ernsthafte Note hat. Als Beispiel haben wir an Weihnachten den Grinch aus Mönchengladbach gefunden. In einer Urkunde stand etwas von einem Henricus Dictus Grinch, der aus dem Stadtgebiet von Mönchengladbach stammte. Und das ist in Köln natürlich gut angekommen, wenn man einen Lokalrivalen sozusagen ein bisschen übers Ohr haut. Dementsprechend lief der Post auch unglaublich gut. Das ist natürlich alles Spaß. Die Düsseldorfer und wir haben auch schon mal so ein paar Nickeligkeiten, die wir austauschen über Facebook, aber das ist alles immer ganz nett und ganz lustig. Und dann haben wir am 1. April einen Kollege, ich weiß nicht, was der geraucht hat, an dem Tag jedenfalls, hat der eine neue Urkundengattung erfunden, die Sigilla-Verse. Wir haben einfach eine Urkunde um 180 Grad gedreht und haben das als Sensation verkauft. Und der Kollege war da tatsächlich sehr kreativ und hat ausführliche pseudowissenschaftliche Erläuterungen ergänzt. Das ist natürlich reiner Klamauk, aber es war mit über 80 Likes tatsächlich auch einer unserer erfolgreichsten Posts, die wir hatten. Grundsätzlich eignen sich Siegel gut für diese Art von Posts. Ich habe das eben auf der Titelfolie schon mal kurz gehabt. Da haben wir den kölschen Urhennes entdeckt in unseren Beständen. Was Sie sicher interessieren wird, wie viel Aufwand ist das und wie entstehen die Beiträge? Ich bin im Prinzip in erster Linie nur der Redakteur. Das heißt, die fertigen Beiträge oder Beitragstextentwürfe kommen zu mir von den Facharchivaren. Ich überarbeite die dann, gucke, ob die leicht verständlich sind, ob ich noch Fachbegriffe aufschlüsseln muss oder Ähnliches. Und wir posten, wie gesagt, vor allen Dingen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Da wissen wir, dass die gut erschlossen sind, dass die Digitalisate vorhanden sind und wir haben auch keine Rechteprobleme. Im Prinzip steht und fällt das halt mit Kollegen, die motiviert sind und auch fähig sind, quer zu denken und Beiträge zu erstellen. Das funktioniert nicht unter Druck, ist unsere Erfahrung. Wir haben am Anfang gesagt, pro Sachgebiet dann 2 bis 3 Beiträge im Monat. Das funktioniert einfach nicht.
Was meine Aufgabe so ein bisschen ist, auch zu motivieren, Ängste und Vorbehalte zu nehmen. Die meisten Kollegen sind nicht bei Facebook, kennen das nicht. Und auch schon mal anregen, hier, lass uns doch da einen Facebook-Post draus machen, wenn ich sehe, dass da irgendwie ein interessanter Archivali unterwegs ist. Zum Aufwand. Wir versuchen, den Aufwand für die Kollegen möglichst gering zu halten. Das heißt, im Prinzip sollen die Posts als Nebenprodukte der täglichen Arbeit entstehen. Das heißt, bei Erschließungsarbeiten, bei Erfassungsarbeiten oder bei Beantwortung von Nutzeranfragen, dass die dann einfach sehen, ah, das ist ein Zusammenhang zu aktuellen Fragen, dann kommen die auf mich und dann sage ich auf mich zu und dann sage ich, ja, mach einen Post, dann kommen die Posts zu mir und dann sehen wir weiter. Das funktioniert super gut. Die Kollegen denken tatsächlich mittlerweile Facebook mit und ja, das klappt tatsächlich wunderbar. Also wie gesagt, es ist auch Marschroute bei uns im Haus, dass da nur eine minimale Recherche gemacht werden soll. Da sollen nicht noch extra Bibliotheksgut bestellt werden etc., sondern das soll im Prinzip minimaler Aufwand sein. Wikipedia, Google-Recherche, wenn man sich dann nicht sicher ist, ist die Quelle zuverlässig, dann kann man auch schreiben, es wird vermutet oder ähnliches. Wir machen keine Qualitätssicherung, das heißt lieber einen kleinen Fehler im Kauf nehmen, als dass man da jetzt noch aufwendig eine Qualitätssicherung einführt. Wir haben keinen Redaktionsplan bei Facebook. Und zur Not tun es auch ordentliche Knipsfotos aus der Handykamera. Wenn ich jetzt eine interessante Archivalie habe, habe kein Digitalisat zur Hand, dann mache ich selber mit meinem Handykamera ein ordentliches Foto. Das geht mittlerweile mit guten Handys. Ja. Und letztendlich, ich habe gesagt, gibt keine Katzenpost bei uns, das stimmt so nicht. Es gab im 15. Jahrhundert einen Fall, da hat jemand einem Schreiber auf das Schriftstück, eine Katze einem Schreiber auf das Schriftstück gepinkelt. Und der hat sich tatsächlich sehr darüber aufgeregt, hat auch mit den Händen auf die Urinflecken gezeigt. Und wir haben im Kommentarbereich dann versucht, die Katze so ein bisschen die Ehrenrettung noch zu dienen. Und ja, die Katze ist tatsächlich auch nicht per se gegen Geschichte, sag ich mal. Ja, das war's. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke auch ein schönes Beispiel einfach, also ein Praxisbeispiel, das vermutlich in einem Stadtarchiv auch am besten läuft. Jetzt hätte ich gleich eine Frage, eine ganz kurze. Die Texte sind sehr lang, finde ich, bei Facebook, aber es wird ja gelesen. Also 10.000 Beitragsaufrufe ist ja ein Wort. Also das scheint auch zu funktionieren. Also ich hätte jetzt gedacht, so ein paar Sätze und naja, mehr wird nicht gelesen, aber wird scheinbar doch gelesen oder zumindest gut überflogen. Wir haben es am Anfang auch anders erwartet. Wir haben auch gedacht, wir müssen kurze Posts machen. Wir machen viele lange Posts mit ausführlichen Erläuterungen, die funktionieren ganz wunderbar. Alles klar. Gibt es noch Fragen jetzt? Wenn dem zweimal LWL. Ja, also mich würde interessieren, wie lange hat es denn gedauert, bis die Kollegen Facebook mitgedacht haben? Ja, also es ist immer noch nicht so, dass alle Kollegen Facebook mitdenken. Also manche haben auch eine Antipathie gegen Facebook und wie gesagt, wir machen keinen Zwang, wir zwingen niemanden dazu. Es gibt Kollegen, die liefern regelmäßig und sehr eifrig ab. Ja, also es ist vor allen Dingen ein Kollege, der sehr eifrig abliefert und der vor allen Dingen aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit die Posts für uns macht. Ansonsten, wie gesagt, so wie ich Zeit habe, motiviere ich da weiter. Es ist immer noch nicht so, dass man, ja. Also, ich sag mal so, man muss immer noch mal Druck, also nicht Druck machen, aber so motivieren, sag ich mal. Ne? Also ich habe ehrlich gesagt einen Kollege, der wirklich engagiert dabei ist und die anderen, da gucke ich immer so ein bisschen mit, sagen wir mal so. Ehrliche Antwort. Ja, ich hätte eine Frage zu dieser Kategorie an ernsthafteren Posts sozusagen, weil die sind ja letztendlich fast schon auf Kontroversität angelegt, dadurch, dass sie sich immer sozusagen so am Puls der Zeit orientieren. Lädt das nicht sozusagen zu einer Art Shitstorm ein oder ist das gewollt, um sozusagen eine höhere Aufmerksamkeitsrate zu generieren? Ersteres würde ich mit Nein beantworten, zweiteres mit Ja. Also es ist klar, wir suchen bewusst diese Themen aus, aber wir machen die Beiträge auch so, dass wir eigentlich gar kein Futter bieten dafür, dass es irgendwie zum Shitstorm kommen könnte. Ja, reicht das als Antwort? Also wir haben gerne Diskussionen und Debatten, da klicken wir uns inhaltlich auch nicht ein, da halten wir uns raus. Wenn die Leute da irgendwas diskutieren, dann können sie es machen, solange es natürlich nicht strafrechtlich irgendwie relevant ist. Aber ansonsten, ja, provozieren wir auch ein bisschen bewusst, das stimmt schon. Also wir haben gerne so Themen, die auch diskutiert werden. Ja.